Herzlich willkommen, verehrte Zuschauer, zur ersten Sendung Dachau TV, das Magazin für Stadt und Landkreis. Es ist eine monatliche 35-minütige Sendung von der Region oder über die Region für die Region und zu erreichen unter www.dachau-tv.de. Aber nicht nur da, sondern auch auf allen sechs wichtigen Internetkanälen wie YouTube, Twitter, Facebook, Vimeo, Google Plus und so weiter. Des Weiteren werden einzelne Beiträge auch im Fernsehen zu sehen sein. Dachau TV, das Magazin für Stadt und Landkreis, ist in sechs Rubriken unterteilt. Wir beginnen mit einem Interview, gefolgt dann von einem Beitrag aus dem Sport. Dann kommen wir zur Kunst und Kultur. Danach werden wir aus den Sparten Gesundheit, Politik, Wirtschaft einen Beitrag senden. Dann irgendeine Veranstaltung aus Dachau bzw. dem Landkreis produzieren. Und am Ende werde ich Ihnen Veranstaltungshinweise geben für den jeweiligen nächsten Monat. Wir kommen zu den Themen der heutigen Sendung, der heutigen ersten Sendung Dachau TV, das Magazin für Stadt und Landkreis. Wir beginnen mit einem Interview mit dem Oberbürgermeister Peter Bürgel. Danach ein Porträt über den viermaligen Paralympics-Sieger Michael Täuber. Wir geben Ihnen Einblicke in die Arbeit von Frank Striegler. Er ist Begründer der Dachauer Kleinkunstbühne Leierkasten, des Kindertheaters und der Dachauer Theatertage. Zeigen Ihnen dann aus dem Landkreis Dachau das Franziskuswerk Schönbrunn, ein Behindertendorf mit Herz, und lassen Sie teilhaben am Treiben auf dem Dachauer Volksfest. Am Ende des Magazins geben wir Ihnen dann einige Veranstaltungshinweise für den September. Wir beginnen mit dem Interview mit dem Oberbürgermeister Dachaus aus seinem Büro. Viel Spaß. Herr Oberbürgermeister, schön, dass Sie sich für die erste Sendung Dachau TV, das Magazin für Stadt und Landkreis, Zeit genommen haben. Nach nunmehr 11 Jahren als Bürgermeister, was fällt Ihnen denn spontan zu dieser 43.000 Einwohner zählenden Stadt ein? Spontan, dass es meine Heimatstadt ist, seit Geburt an, dass ich sehr viel Freude gehabt hat in den ganzen Jahren, dass sich die Stadt einfach sehr gut entwickelt hat und heute ein hohes Leistungsniveau hat, eine hohe Lebensqualität. Ob das die zahlreichen Kulturveranstaltungen sind, die perfekte Infrastruktur, Schulen, Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Ich glaube, die Dinge sind ganz einfach rundum in Ordnung hier. 2002 traten Sie das erste Mal an, 2008 wurden Sie wiedergewählt. Was hat sich denn in diesen 11 Jahren an der Arbeit des Oberbürgermeisters verändert? Verändert hat sich, dass aufgrund der Geschichte, sowohl in der künstlerischen Hinsicht, Dachau war ja eine der berühmtesten Künstlerkolonien zwischen 1880 und 1914, haben hier Hunderte von Künstlern gelebt und gemalt und es wirkt natürlich bis heute nach. Das heißt, wir haben internationale Kontakte in Sachen Kunst, aber auch die Zeitgeschichte, das ist die Zeit von 33 bis 45, prägt ganz wesentlich die Geschichte Dachaus. Dachau ist Synonym weltweit für die Verbrechen des Nationalsozialismus und auch hier hat die Stadt in diesen Jahren sehr viel internationale Kontakte, aber auch Ansehen gewonnen und das hat natürlich auch mit weiteren Tätigkeiten zu tun, neben dem normalen Alltagsgeschäft hier. Wussten Sie denn schon vor 11 Jahren, was für Arbeiten auf Sie zukommen werden? Hat Sie da jemand darauf vorbereitet? Na gut, wie gesagt, ich bin hier aufgewachsen, war ja auch schon einige Jahre im Stadtrat, so dass ich schon wusste, was mich in etwa erwartet. Aber natürlich ist dann die Größenordnung schon nochmal eine ganz andere und das merkt man natürlich erst, wenn man dann mit den Dingen halt auch beschäftigt ist. Das ist schon ein Unterschied. Aber Sie haben immer noch große Freude an diesem Beruf. Ja, ich habe sehr große Freude, weil man was bewegen kann und das ist gerade mit dem Namen Dachau eine sehr vielfältige, interessante Tätigkeit, die ich hier machen darf. Ja, und da bin ich froh drüber. Welche Freizeitaktivitäten können Sie trotzdem eigentlich noch nachgehen? Sie haben ja nicht nur eine 40-Stunden-Woche. Nein, bleibe nicht. Ist natürlich deutlich mehr. Meine Freizeitaktivitäten sind eher eingeschränkt, aber ein bisschen fit halten, ein bisschen Fitnessstudio machen,
Aber ja, dann noch ein bisschen lesen, Musik hören, aber dann hat sie es fast schon. Inwiefern unterscheidet sich eigentlich die Arbeit des Oberbürgermeisters in Dachau durch die Geschichte von anderen Oberbürgermeistern von großen Kreisstädten? Schauen Sie, wir haben viele internationale Veranstaltungen, auch in der Stadt hier, insbesondere in der Gedenkstätte. Und die gibt es halt in einer anderen Stadt in der Form nicht. Wir haben hier ein Geschichtssymposium, wo die Internationalität kommt. Das heißt, die Stadt hat einfach ein sehr internationales Potenzial und das ist schon ein Unterschied, sage ich jetzt mal, zu anderen Städten in Bayern in dieser Größenordnung. Was den Bürger immer interessiert, ist natürlich diese wirtschaftliche Lage. Dachaus, wie sieht es denn da aus? Dachau ist bekannt, sehr leistungsstark zu sein. Also es gibt 29 große Kreisstädte in Bayern und Stadt Dachau ist, glaube ich, da ganz an der Spitze, was die Finanzkraft betrifft. Wir haben bis jetzt eigentlich keine Schulden. Wir haben immer noch mehr Rücklagen, als wir eigentlich Schulden haben. Wir haben bloß 1,5 Millionen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Aber die hätte man schon oft bezahlen können, nur da stimmt halt der Zinssatz. Aber sonst, wir sind eigentlich schuldenfrei, obwohl wir sehr viel investiert haben die letzten 11 Jahre. Warum eigentlich diese tolle wirtschaftliche Situation? Ach, in der Stadt ist schon immer maßstäblich gewirtschaftet worden. Wir haben nicht die Fehler gemacht wie andere Gemeinden, die hier Spaßbäder gebaut haben oder dergleichen mit hohen Unterhaltskosten. Wir haben keine überzogenen Stadtzentren, sondern wir haben das eigentlich maßstäblich alles gemacht. Und es läuft sehr gut. Und dann natürlich haben wir eine sehr gute mittelständische Wirtschaftsstruktur. Wir sind nicht von Monopolbetrieben abhängig, sodass wir hier immer gute Gewerbesteuereinnahmen haben, auch viele innovative Betriebe, sodass die Gewerbesteuer im Schnitt gut läuft. Aber in der Stadt Dachau verdienen die Bürger auch mehr als in anderen Städten. Und da kriegen wir auch natürlich immer einen hohen Einkommensteueranteil, sodass hier unser Steueraufkommen eigentlich sehr komfortabel ist. Dachau hat auch eine große Tradition in Kunst und Kultur. Kann die weiter gepflegt werden? Wird diese Tradition gepflegt? Ja, wir pflegen die natürlich. Wir geben auch viel Geld dafür aus. Wir haben ja, sage ich jetzt mal, 3 Museen im Zweckverband Dachauer Museen. Das ist ja die Gemäldegalerie, wo die alten Bilder ausgestellt sind. Dann die neue Galerie für die neue Kunst, für unsere zeitgenössische Kunst. Wir haben ja auch viel zeitgenössische Künstler in unserer Stadt, die hier leben, arbeiten. Wir haben Künstlervillen in unserem Eigentum. Die Ateliers haben wir eben diesen jungen Künstlernachwuchs zur Verfügung gestellt. Und das unterstützen wir auch und das befruchtet auch hier unsere Szene. Und wir haben ja einen Musiksommer, der mittlerweile sehr bekannt geworden ist, mit vielfältigen, ganz bekannten Bands, die nur in Dachau spielen. Das kostet Geld, aber wir haben auch gute Einnahmen dadurch, wenn man klug das macht, so dass das auch sehr zufriedenstellend läuft und es kommen sehr viele Leute und was will man mehr? Inwiefern eigentlich ist es sehr, sehr wichtig, dass der Bürger in die politischen Entscheidungsprozesse integriert wird? Wird das in Dachau gelebt? Also ein sehr gutes Beispiel für Bürgerbeteiligung ist bei uns das Projekt Soziale Stadt Dachau Ost. Das sind Maßnahmen, die unter Beteiligung der Bürger entwickelt werden, um diesen Stadtteil noch lebenswerter zu machen, aufzuwerten. Jetzt wird dort zum Beispiel das ist der neue Bürgertreff errichtet und dieser Bürgertreff ist auch unter Einbezug der Bürger zustande gekommen. Das heißt, man hat sich die Bürger angehört, die haben ihre Vorschläge entwickelt und so wird jetzt letztendlich dieser Bürgertreff entstehen. Oder der Kinderspielplatz an der Jakob-Kaiser-Straße, der jetzt ein hervorragender Spielplatz geworden ist, ist auch unter Beteiligung der Familien, der Menschen, die ringsum leben, entwickelt worden. Und er wird unheimlich akzeptiert und man sieht, welchen Wert dann Bürgerbeteiligung auch haben kann. Welche wichtigen Aufgaben stehen eigentlich jetzt noch in näherer Zukunft für Sie und Ihre Mitarbeiter an? Ich sage jetzt mal, zeitnah ist natürlich immer noch die Kinderbetreuungssituation. Da sind wir zwar jetzt sehr weit, aber man sieht, der Bedarf ist größer. Das heißt, auch hier werden wir jetzt nochmal nacharbeiten. Wir werden jetzt auch nochmal eine neue 6-gruppige Krippe bauen. Und in der Hoffnung, dass wir natürlich auch das Personal kriegen. Da ist mittlerweile der Markt sehr dünn. Dann müssen wir die Grundschule Augustenfeld erweitern, weil auch hier die Stadt wächst.
um hier eine Ganztagesschule errichten zu können. Da müssen wir die Turnhalle bauen bei der Klosterschule oben, auch eine sehr teure Geschichte. Ja, und dann, wie gesagt, die Entwicklung des MD-Geländes ist ja ein Industriegelände mitten in der Stadt und das ist natürlich eine der Kernaufgaben für die Zukunft, weil wenn das gut gelöst wird, ist das natürlich hier auch eine Chance, also für die ganze innere Stadtentwicklung. Sie nannten es vorhin schon, beziehungsweise haben es kurz angedeutet, das Entwicklungspotenzial in Dachau ist groß. Inwiefern? Könnten Sie das mal konkretisieren? Wir leben in der Nähe von München. Das hat Vor- und Nachteile, aber natürlich auch viele Vorteile, da wir hier in dem Speckgürtel eingebunden sind und mittlerweile eine sehr beliebte Stadt zum Wohnen geworden sind, weil zum einen liegen wir in der Nähe vom Flughafen, zum anderen hat die Stadt Dachau, das hat sich auch rumgesprochen, eine sehr ausgezeichnete Infrastruktur, ob das jetzt im Schulbereich ist. Wir haben jetzt eine der modernsten Realschulen Europas hier. Wir haben Berufsschule da. Wir haben zwei moderne Gymnasien da. Wir haben eine Montessori-Schule, eine große da, was es in Bayern eigentlich nicht mehr gibt, dass sowas noch gebaut wird. Und wir haben hier Sportvereine, moderne. Wir haben eine Altstadt. Wir haben Musik. Wir haben Tradition. Und das spürt man hier. Wir sind eine andere Stadt als hier rings um den Speckgürtel München. In vielen Regionen gibt es ja da Probleme zwischen Stadt und Landkreis. Wie sieht es denn da die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Dachau und dem Landkreis Dachau aus? Wir treffen uns ja regelmäßig, die Bürgermeister. Das war jetzt früher, glaube ich, nicht immer so. Ich bin da auch immer dabei, weil ich immer sage, die Stadt Dachau ist auch Bestandteil des Landkreises, obwohl natürlich jetzt die Aufgaben der Stadt anders geartet sind als von den Gemeinden, natürlich schon aufgrund der Zentralfunktion. Aber wir arbeiten sehr gut zusammen und wir haben ja auch gemeinsame Projekte gemacht. Bei Schwabhausen hat sich die Dachauer Kläranlage angeschlossen, Remos an die Dachauer Kläranlage. Das läuft super. Die haben sehr geringe Preise, also weil sie bei uns hier eingebunden sind. Und das waren so kluge Projekte, wo man eigentlich über die Gemeindegrenzen zusammenarbeiten kann. Also was ich enorm finde durch meine vielen Gespräche, die ich auch mit den Landkreisbürgermeistern geführt habe, dass alle 4 Wochen sich die Bürgermeister treffen, teilweise sogar, dass ihr mal am Wochenende zusammen wegfahrt, einfach mal über den Tellerrand hinweg miteinander kommuniziert, das ist irgendwo doch einmalig. Ja, das ist eine super Einrichtung. Die Bürgermeister verstehen sich gut untereinander und das Treffen immer jeden Monat dient dem Informationsaustausch, weil man hilft sich auch gegeneinander und jeder schaut, du, wie schaut es bei dir aus, hast du das schon gemacht? Ja, und das ist einfach, ich sage jetzt einmal, fruchtbringend. Wir haben ja auch hier so eine Entwicklung des Landkreises, haben wir ja auch gemeinsam betrieben mit allen Gemeinden, gerade in Sachen Verkehr. Das war so das erste Mal, dass man endlich jetzt auch so gemeindeübergreifend zusammen die Arbeit gehabt. Und das ist aber, ich finde, für unser aller Wohl hier. Und so gehört es. Und einmal im Jahr machen wir einen Bürgermeisterausflug, das stimmt. Sie sind im März 60 Jahre alt geworden. Wo würden Sie gerne Dachau als 70-Jähriger sehen? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke noch gar nicht mehr an den 70. Ich bin jetzt froh, dass ich den 60. hinter mir habe. Einfach als kontinuierlich weiterentwickelte Stadt auf dem guten Niveau, das wir haben, dass uns weiter so gut geht und dass wir die Probleme, die ich ja schon angesprochen habe, da auch vielleicht dann gelöst haben. Und für mich ist einfach wichtig, dass die Bürger hier gern leben und dass allen gut geht, dass sie gerne in Dachau leben. Das ist so für mich das Wichtigste, dass auch das Gefühl für Dachau da ist. Dann fühlt man sich wohl. Herr Oberbürgermeister, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese Einblicke und sehr, sehr interessanten Auskünfte und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Die Sparkasse hat zufriedenere Kunden. Deshalb üben wir jetzt kundenorientierte Beratung. Michalski. Jedes dieser Eier ist ein Kunde, den wir verstehen müssen. Mein Kunde will, dass ich mir Zeit für ihn nehme. Was will Ihr Kunde? Frau Habeck. Er will, dass ich auf seine Bedürfnisse eingehe, wie die Sparkasse. Und dass seine finanziellen Interessen im Mittelpunkt stehen, nicht unsere. Er will mir ver... Ich hatte keine Wahl. Er wollte zur Sparkasse. Top-Beratung statt 0815. Das Sparkassenfinanzkonzept. Jetzt Termin vereinbaren und den Finanzcheck machen.
Er ist einer der ganz Großen im Behindertensport, Michael Täuber. Der viermalige Rad-Paralympicsieger aus Odelzhausen im Landkreis Dachau erlitt als Jugendlicher bei einem Autounfall schwerste Verletzungen. Die Ärzte prognostizierten ihm ein dauerhaftes Leben im Rollstuhl, aber nicht mit Michael Täuber. Er kämpfte gegen das Schicksal an und kam nach und nach auf beiden Beinen zurück ins Leben. Er erzählt in diesem Beitrag seine beeindruckende Geschichte und erstmalig äußern sich alle nahen Angehörigen zu Michael Täuber. Ich hatte einen sehr schweren Unfall vor 25 Jahren am 1. August 1987. Wir waren auf dem Weg in Urlaub, Funsport, Windsurfen und leider sind wir nicht so arg weit gekommen. Im Massif Central in Frankreich ist dann der Unfall passiert. Wir sind mit dem Auto in den Straßengraben rein, gegen ein Betonrohr geknallt. Meine Frau Susanne war mit dabei, damals noch die Freundin von dem Unglücksfahrer und auch der Fahrer waren weitgehend unverletzt und ich konnte leider nicht selbstständig aus dem Auto aussteigen. Ich habe gespürt, dass ich meine Beine nicht bewegen kann, dass ich mich nicht selbst befreien kann. Und glücklicherweise ist aber die Rettung ganz gut vonstatten gegangen. Es war ein Arzt in der Nähe, der dann auch dafür gesorgt hat, dass sehr schnell ein Krankenwagen aus dem nahegelegenen Örtchen Tülle kommt. Ich habe mir dann erst fürchterliche Sorgen gemacht. Und dann habe ich aber gesehen, dass der Michael bereit war zu kämpfen. Und dann wurde es für uns auch leichter dadurch. Weil das ist schon eine große Belastung für eine Familie, natürlich. Ich war da gerade mitten im Studium und dann war ich halt dann ein bisschen hinten angestanden. Aber es war natürlich klar, dass der Michi mit seinem schweren Unfall da im Fokus gestanden ist. Wenn man krank ist oder behindert oder irgend sowas hat, dass man selber viel tun muss und viel tun kann. Wenn man nur das tut, was einem geraten wird oder also nur so gesagt wird, dann reicht es nicht. Er ist jemand gewesen, der zusätzlich noch was getan hat, was andere sogar für unmöglich gehalten haben und auch die Therapeuten für unmöglich gehalten haben. Wir haben uns ja schon kennengelernt in der Schule. Also ich kannte ihn ja schon lange vor dem Unfall. Und der Michi, der war immer so der Typ, so Sunny Boy und der Unfall war natürlich ein großer Einschnitt in seinem Leben, aber nach einer gewissen Phase, die man einfach braucht, um sich wieder zu fangen und sich neu zu orientieren, kommt dieser Mensch von früher, für mich eigentlich kam der wieder raus. Also er hat sich durch den Unfall nicht so sehr verändert, sondern er hat sich praktisch wieder frei geschwommen und ist das, was er ist. Ich glaube, es war 1994, bin ich dann das erste Mal bei einem Mountainbike Downhill an den Start gegangen. Und unter dem Eindruck von Atlanta, von den Paralympics in Atlanta, 1996 waren die, kam ich dann eben auch auf die Idee, mich doch mal da schlau zu machen und in den paralympischen Sport einzusteigen. Und es war schon so, da ist dann der Knoten dann wirklich geplatzt gewesen, 2004, Doppelgold in Athen. Es war schon fantastisch, waren auch großartige paralympische Momente für mich. Und dann hat sich die Karriere eigentlich prachtvoll weiterentwickelt. In Peking, trotz Zuspitzung der ganzen, sagen wir mal, Wettkampfsituation im paralympischen Sport, konnte ich wieder Gold holen, meinen Titel im Zeitfahren verteidigen. Mein Ziel war eben in London nochmal Gold zu holen im Zeitfahren. Und da war es mir wichtiger, mich auf eine Disziplin zu konzentrieren, das auszubauen, als in mehreren nicht ganz vorne zu sein. Und das Konzept ist aufgegangen. Ich habe wirklich sehr, sehr hart gearbeitet, habe meine Ernährung umgestellt, habe mein Gewicht mit mittlerweile 44 Jahren bei einer Größe von 1,85 auf 67 Kilo nochmal reduziert. Alles, um eben auf der bergigen Strecke in London gut zurechtzukommen. Und all diese Maßnahmen haben dann am Schluss dazu geführt, dass ich in London die Goldmedaille nochmal gewinnen konnte. Und dann hat man natürlich auch endlich mal Zeit, in die Stadt zu gehen, das eine oder andere zu machen. Es ging dann los mit einem tollen Abend im Deutschen Haus. Da wurde ich natürlich herzlich begrüßt mit vielen Gesprächen, mit Kameras. Und den nächsten Tag dann eben mit der Familie nochmal nach London gegangen. Verschiedene Sachen, Tower Bridge, auch mal einfach ein Bad in der Menge genossen und diese Dinge. Das war wirklich sehr schön. Essen mit der Familie, einfach nochmal relaxen. Was ich eben neben dem paralympischen Sport auch sehr gerne und mit viel Leidenschaft betreibe, sind Abenteuer, Bergsteigen und diese Ideen sind bei mir schon immer da gewesen, aber vor allem dann nach 2008 habe ich mein erstes Projekt dann durchgeführt. Ich habe für die Sporthilfe
Spenden generiert und das verbunden mit einer Bergsteigeraktion. Ich habe den El Teide, den höchsten Berg Spaniens, einen Vulkan auf Teneriffa, fast 4000 Meter hoch, von Null aus bestiegen und damit auch fast 20.000 Euro an Spenden eingenommen, die ich dann an die Deutsche Sporthilfe gespendet habe, zur Förderung der nächsten Generation. Das zweite große Projekt war dann 2010 der Laureus Kilimanjaro Climb. Da sind wir mit einigen Fundraisern auf den Kilimanjaro gegangen, haben insgesamt 100.000 Pfund eingenommen an Spenden und gleichzeitig natürlich ein wahnsinniges Abenteuer erlebt. Wir hatten krasses Wetter am Kilimanjaro. Es war eine sehr, sehr harte, schwere Tour in der Höhe, den Gipfel zu erreichen, gemeinsam mit Martina Navratilova, die leider nicht ganz raufgekommen ist, aber dennoch eine tolle Leistung gezeigt hat. Und das war gerade, was die Herausforderung betrifft, was das Erreichen, das Überwinden von Grenzen betrifft, war das ein riesiger Meilenstein in meinem Leben. Wenn man dem Tod schon mal von der Schippe gesprungen ist, dann weiß man, okay, man hat nur eine Chance im Leben oder wenige Chancen, um was durchzuziehen. Und ja, das bewundere ich schon. Die Dinge, die nachher passiert sind, wo Besserungen da waren, sehr glückliche Tage immer wieder, noch und noch. Und das glaubt man gar nicht, wie einen das dann aufbaut, dass kleinste Kleinigkeiten eben Freude bereiten, ja, wenn er ein Stück gehen kann oder sich aufs Rad setzen konnte dann und so weiter. Ich fasse es manchmal gar nicht, was daraus geworden ist, aus diesem ersten großen Unglück, dass ich manchmal jetzt noch, nach über 20 Jahren noch so dastehe und sage, das gibt's doch jetzt gar nicht. Ich denke, das ist eine Inspiration insofern, dass er einfach eine großartige Leistung bringt und sowas inspiriert doch jeden einfach für seinen Alltag zu sagen, okay, wo kann ich eigentlich eine großartige Leistung bringen und wo sind meine Ansatzpunkte? Ja, vielleicht nimmt sich der ein oder andere ein Beispiel dran und kann da was für sein eigenes Leben draus ziehen. Und wenn ich dadurch zu einem Vorbild würde, würde es mich freuen. Da kann man nur sagen, weiter so, Michael Täuber. Wir kommen zum nächsten Beitrag. Seit fast 30 Jahren hat sich Frank Striegler der Kunst und Kultur in Dachau verschrieben. Er ist Begründer der Kleinkunstbühne Leierkasten, des Kindertheaters und Veranstalter der Dachauer Theatertage. Frank Striegler ist ein Katalysator. Mit seinem Enthusiasmus begeistert er seine Mitarbeiter und die engagierten Künstler gleichermaßen. Es profitiert der Theaterbesucher. Frank Striegler hat eine Begeisterung und in dieser Begeisterung nimmt er die Menschen mit, Kultur zu machen. Und das über Jahre, ohne sich wirklich bewusst in den Vordergrund zu stellen. Ich denke, das ist seine Leidenschaft. Also ich denke, das lebt er. Das ist, er wäre nicht der Frank, wenn er das nicht so leben würde. Der Frank ist einer, der immer auf der Suche ist nach was Neuem. Der hat einfach immer viele Ideen, möchte die auch verwirklichen und ist einfach ganz neugierig und das finde ich toll. Ja, er ist für mich der beste Veranstalter, den es überhaupt gibt, ehrlich gesagt. Der Leierkasten hat vor 27 Jahren in der Gnadenkirche angefangen, in Dachau Ost. Und wir sind dann nach einem Jahr hier in die Friedenskirche in Dachau Süd gezogen. Die Idee hinter dem Projekt Leierkasten war eigentlich damals, es gab eine Jugendgruppe, da war ich verantwortlich für die und die wollten was Besonderes machen und dann hatte ich einfach die Idee, dass wir vielleicht eine Kleinkunstbühne machen. Es waren also ungefähr 105.000 Besucher jetzt in den 27 Jahren bei uns zu Gast, also jetzt rein im Leierkasten und es waren über 800 Vorstellungen. Und ja, das Team hat sich natürlich auch immer wieder gewandelt. Vom Anfang an sind aber vier Leute immer noch dabei. Ja, ist schon ein bisschen spartanisch, aber ist gut so, weil das ist eine Kleinkunstbühne und der Strom reicht manchmal nicht. Wir müssen extra einen Strom legen, weil wir Starkstrom brauchen. Aber insgesamt ist es ausreichend und es gibt viele Leute, die sagen, sie lieben diesen Charme der 50er Jahre, weil es einfach, es ist ein bisschen eng, es ist ein bisschen kuschelig, es passt einfach. In der Sakristei, da sitzen die Künstler immer, da machen die Brotzeit oder bereiten sich für ihren Auftritt vor. Michael Mittermeier, das war einer der ersten, der im Leierkasten aufgetreten ist. Den hatte ich in München in einer Kleinkunstbühne gesehen, im MU. Und ich fand den ganz interessant und er ist dann zu uns gekommen.
Andreas Giebel war schon ziemlich oft hier. Das erste Mal, wie er hier war, vor ungefähr 15 Jahren, da waren vielleicht 50 oder 60 Leute da. Gerhard Polt ist einfach einer, den ich total schätze. Er hatte immer eine Tante hier in Dachau, bei der er früher als Kind oft war. Und da hat er immer gesagt, du, aber meine Tante, die muss in der ersten Reihe sitzen. Margret Giesin ist eine von denen, die sagt inzwischen schon, wenn sie nach Dachau kommt, ich komme nach Hause, nach Dachau. Ich habe sie kennengelernt vor ungefähr 18 Jahren bei einem Festival am Bodensee. Tja, Margret Giesin ist einfach eine ganz große des Kindertheaters. Und da ist Qualität wichtig. Und Margret Giesin steht für Qualität. Da hat sich auch eine tiefe Freundschaft entwickelt über die Jahre. So, und jetzt glaube ich, können wir anfangen, oder? Seid ihr bereit? Dann würde ich sagen, Augen auf, Ohren auf und das sind wir Stammgäste. Viel Spaß. Das ist der Kamillentee, das ist die Geschichte vom Kamillentee und das sind die Blüten. Super, Kevin, klatscht für den Kevin. Ohne Team geht hier gar nichts, ne? Nee, ohne Team geht's nicht. Wir sind meistens beim Kindertheater zu dritt, heute waren wir halt nur zu zweit. Es gibt jemand, der Getränke einkauft, jemand, der Essen einkauft, jemand, der die GEMA-Abrechnung macht, jemand, der die Abrechnung mit der Stadt macht, jemand, der die Stühle stellt. Und Künstler muss man ja auch engagieren, das ist auch Arbeit. Die kommen nicht von alleine. Natürlich ist er derjenige, der das Ganze prägt, aber er lässt auch alle anderen gelten. Und das ist das, was den Frank Striegler gerade in unserer Gruppe ausmacht. Ja, ein toller Vater. Also es gibt schon auch mal Zwistigkeiten, aber wir sind ein großes Team und das heißt auch immer sehr basisdemokratisch. Es wird wirklich viel ausdiskutiert, ewig lang. Und da ist der Frank auch einer, der Geduld hat. Er kann sich in die Lebenswelten der Kinder einfühlen, in die Lebenswelten der Erwachsenen. Er nimmt die Zuschauer ernst und er nimmt auch das Theater ernst. Er schaut auch für die Spieler, dass es denen da gut geht, damit wir schön arbeiten können. Das ist wirklich ein Idealfall. Ohne Frank Striegler gäbe es wahrscheinlich heute keine Veranstaltung mehr. Der Frank hält das zusammen. Der ist der Pol, der das Ganze formt. Ein beeindruckender Mann. Wir kommen zum nächsten Thema, dem Franziskuswerk Schönbrunn. Schönbrunn gehört zur Gemeinde Röhrmoos im Dachauer Landkreis, ist aber ein eigenes Dorf mit einer ungewöhnlichen Geschichte. Neben den Schönbrunner Dorfbewohnern beherbergt der Ort eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, das Franziskuswerk Schönbrunn. Sehen Sie im folgenden Beitrag einen geschichtlichen Rückblick, aber natürlich auch viel zur Aktualität, zu Neuerungen und Visionen. Herzlich willkommen im Franziskuswerk hier in Schönbrunn. Ich freue mich, Ihnen heute einige unserer Angebote, aber auch Ideen des Franziskuswerkes vorstellen zu dürfen. Und als erstes möchte ich Ihnen unseren Cabito vorstellen, den wir gemeinsam mit Unterstützung der Sparkasse hier angeschafft und eingeführt haben. Der Cabito ist ein computergestütztes System, mit dem Menschen mit Behinderungen sich über Bilder, aber auch über Sprache, über Aktuelles hier im Franziskuswerk, über das tägliche Leben informieren können und auch so an unserem Leben hier in Schönbrunn teilhaben können. Die Geschichte des Franziskuswerkes beginnt hier in Schönbrunn vor 150 Jahren. Die Gräfin Viktoria von Puttlerheimhausen erwarb 1861 dieses Schloss Schönbrunn. Sie wollte ein armes Mädchenhaus gründen, zwar für Frauen, für Mädchen, die keine Chance auf Bildung, auf Ausbildung haben, wollte sie ganz gezielt diese Hilfe anbieten. Sie holte dazu Frauen von München, von wo sie auch schon ein Haus gegründet hat, hierher nach Schönbrunn. Und es begann mit 18 behinderten Frauen, würde man heute sagen.
und 4 Betreuerinnen. 1911 wurde von den Frauen, die damals von der Gräfin geholt wurden, ein Kloster wurde gegründet und eben bis in die 1980er Jahre betreuten ausschließlich Schwestern die Menschen, die hier Bildung, Wohnung, Heimat gefunden haben. 1994, nach einem mehrjährigen Prozess der Organisationsentwicklung, wurde eben das Franziskuswerk aus dem Ganzen eine mehrgliedrige Einrichtung für Kinder, für Erwachsene, fürs Wohnen, für Schule, für Arbeit und Förderung. Heute leben hier etwa 850 Menschen mit Behinderung, etwa 80 Schwestern, Ordensschwestern am Ort. Das Wichtigste für unsere Arbeit sind die Wünsche der Menschen mit Behinderungen, die hier leben. Für diese Menschen haben wir nicht nur Angebote hier in Schönbrunn, sondern auch in den umliegenden Gemeinden, im Landkreis und darüber hinaus. Ich lebe in Niederrot und mir gefällt sehr gut. Also könnte mir gar nicht vorstellen. Es ging eigentlich ganz schnell. Unsere Gruppenleitung war im Dienst und die hat gefragt, Andreas, hast du nicht Lust auszuziehen? Und ich war ja natürlich hellauf begeistert, in Niederrot wieder zu wohnen, in meiner alten, neuen Heimat. Ich habe mit meinen Eltern früher in Niederrot gewohnt. Also für mich war es klar, dass ich nach Niederrot gehe. Also für mich war kein Halten mehr. Also man ist freier, es ist super aufgeteilt, wir haben Essensraum, wir können praktisch durch den Keller durchgehen in den anderen Hausteil. Oben ist halt sind auch nochmal Zimmer, ich wohne ja oben, also ganz super. Einkaufsmöglichkeit gibt, Friseur gibt eigentlich fast alles. Also Sparkasse, also wir haben eigentlich alles da, was man braucht. Also total super. Also echt klasse. Klasse. Natürlich besteht unser Angebot in Schönbrunn nicht nur aus Wohnangeboten. Genauso wichtig ist es für uns, den Menschen mit Behinderung hier Freizeitmöglichkeiten anzubieten und Möglichkeiten zu schaffen, ganz normal am Leben der Gemeinschaft, der Gesellschaft teilzunehmen und teilzuhaben. Ein Beispiel für ein solches Angebot ist unsere Malwerkstatt. Die Malwerkstatt wurde 1987 gegründet, um eben den Bewohnern und Bewohnerinnen hier die Möglichkeit zu geben, Bilder, Zeichnungen zu erstellen. Und die Bandbreite reicht von Bleistiftzeichnungen, Ölkreide, Wasserfarben auf Papier und wie Sie hier sehen, eben auch klein- bis großformatige Leinwände mit Acrylfarbe. Kunst kennt keine Behinderung und die Menschen hier, die sind unheimlich frei im Umgang mit der Kunst. Also die haben keine Hemmungen, sondern die sehen die riesengroße Leinwand und legen los. Da wird nicht geguckt, was der Nachbar links, rechts macht. Sie sind auch nicht so selbstkritisch, sondern sie sind von sich, von ihrer Idee überzeugt und ich helfe dann halt bei der Umsetzung. Hier ist meistens eine sehr, sehr ruhige, konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Also was mir persönlich am Herzen liegt, das ist das Selbstverständnis der Maler und Malerinnen hier zu stärken, indem man zwar immer wieder Vorschläge macht, Angebote, Denkanstöße gibt, aber eben keine Entscheidungen vorab trifft, sondern versucht eben das Vertrauen in die eigene Arbeit zu stärken, auch die Lust zu schaffen, eigenverantwortlich hier künstlerisch tätig zu sein und damit unterm Strich eben für das gesamte Selbstbewusstsein der Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier was zu tun. Mit der Vision 2030 verfolgen wir das Ziel, Menschen mit Behinderung von Anfang an ein normales Leben zu ermöglichen. Ein Leben in der Gemeinschaft und ein Leben, bei dem sie mitentscheiden, mitbestimmen und wählen können, wie, wo und mit wem sie leben. Das ist so heute in Schönbrunn noch nicht möglich, so wie wir uns das wünschen. Die Gebäude, die Sie heute in Schönbrunn sehen, sind in erster Linie noch alte, große Wohngebäude, Gebäude, in denen große Wohngruppen sind, in denen die sanitären Anlagen nicht dem Standard entsprechen. Deshalb ist das große Ziel der Vision 2030, Schönbrunn zu einem Ort, zu einer Ortschaft zu entwickeln, in dem Menschen mit Behinderung frei entscheiden und wählen können, dass sie hier wohnen wollen. Wir müssen mehr Einkaufs- und Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Und wir müssen natürlich völlig anders bauen und wir wollen anders bauen. Wir wollen so bauen, dass in einem Haus Menschen mit Behinderung, Senioren,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch Familien mit Kindern in einem Haus zusammen wohnen können. Das ist die Idee, wie wir in Zukunft Schönbrunn weiterentwickeln wollen. Längst ist das Dachauer Volksfest nicht nur für Einheimische, sondern auch für Besucher aus der Region eine große, große Attraktion. Vom 10. bis 19. August bot es erneut mit seinen Biergärten, Festzelten, Fahrgeschäften und Buden am Fuße der historischen Altstadt eine Atmosphäre zum Genießen. Aber was rede ich hier? Sehen Sie sich ganz einfach die Bilder an und vernehmen Sie die Begeisterung der Besucher. So, junger Mann, was sagst du denn zum Dachauer Volksfest? Ja, also ich finde es jedes Jahr wieder erstaunlich, wie es das alles so schön da hinkriegt. Und ja, ich finde es jedes Jahr wieder cool. Also ist schon eine geile Zeit, Albe. Wie oft gehst du denn so während der 10 Tage aufs Dachauer Volksfest? Ja, so 7 Mal schon. Also ja, eigentlich fast jeden Tag. Wie oft bist du normalerweise so während der 10 Tage hier? 8, 9. So was um den Dreh. Ja, schon. Herr Schacht, wie sind Sie denn auf diese wundervolle Idee gekommen mit dieser Kanone? Also die Kanone, die hat mein Vater entworfen vor ungefähr 50 Jahren. Und da war ich in Nürnberg mit der Kanone auf dem Volksfest. Und da kam der ehemalige Referent der Stadt Dachau, der Volksfestreferent, hat die Kanone gesehen und hat gesagt, Sie müssen nach Dachau kommen und müssen das machen. Wie lange machen Sie das jetzt schon? Jetzt so 35, 38 Jahre. Geht denn da das Taschengeld drauf? Nein, meine Mom ist mein Geldbeutel. Aber das Taschengeld für den August geht schon drauf? Ja, das schon. Aber das werden wir überleben müssen. Es macht einen Riesenspaß. Es ist unheimlich schön, da zu sein und das zu sehen, wie die Leute sich hier freuen. Ist es so, dass die Kinder mal beschäftigt sind und die Mutter hat Ruhe? Naja, bei unserem Alter muss man schon noch ein bisschen drauf schauen, dass man die Kinder einfach im Griff hat. Aber ich denke mal, wenn die ein bisschen älter sind, dann mit Sicherheit schon, ja. Also ein ganz liebenswertes Fest, eines der schönsten Volksfeste Bayerns und damit Deutschlands für Erwachsene, aber auch vor allem für Kinder. Das sieht man heute am Kindertag, mit wie viel Freude die Kinder dabei sind, wie viel davon da sind. Also es ist immer eine Freude, hierher zu kommen. Wann waren Sie denn das erste Mal auf dem Dachauer Volksfest? Ja, wenn ich da nachdenke, vor ungefähr 56 Jahren war es das erste Mal. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich eines bis jetzt überhaupt auslassen habe. Gerade für die Kinder, schöne Fahrgeschäfte, attraktive Preise heute am Kindertag, ist ganz nett da. Was sagt denn da die Mutter? Ich stimme dem zu. Und das Kleine hast du auch, Dachauer Volksfest ist was Schönes, oder? Ist schön hier, gell, Melli? Ich bin sehr begeistert vom Dachauer Volksfest. Ich bin gebürtige Dachauerin, komme jedes Jahr natürlich hierher. Und jetzt bin ich Kind natürlich ein Muss. Es gibt auch ganz viel für Kinder, eben da ich eine Tochter habe, also Pferdereiten, Karussell, super alles hier. Sie gehen nicht in Urlaub während der Zeit, Dachauer Volksfest? Also ich persönlich fahre jetzt zum Beispiel fast gar nicht in Urlaub, weil ich sage, bei uns ist es im Landkreis und auch so schön, dass man aufs Volksfest gehen kann. Und ich sage, andere Leute kommen zu uns, was da so schön ist. Also ich persönlich fahre gar nicht mehr fort. Ich sage halt immer, ein gescheiter Dachauer, der bleibt da und ein anderer, in Anführungszeichen, der fährt halt weg.
Wir kommen zu unserer letzten Rubrik, den Veranstaltungshinweisen, dieses Mal für den September. Wir beginnen mit einem Tipp, den Sie allerdings nur noch bis zum 11. September wahrnehmen könnten. Waren Sie schon einmal im Heckenlabyrinth in Unterweikertshofen? Nein? Dann sollten Sie das schleunigst nachholen. Das Heckenlabyrinth ist nun wirklich ein Spaß für Jung und Alt. Hierbei handelt es sich um einen Irrgarten mit einem undurchsichtigen Netz aus Wegen, Abzweigungen und Sackgassen. Gönnen Sie sich und Ihren Kindern diesen Spaß. Bis zum 11. September haben Sie dazu noch die Möglichkeit. Wir kommen zu unserem nächsten Tipp. 600 Meter misst sie, die lange Tafel, dieses wunderbare Straßenfest inmitten von Dachau. In diesem Jahr wird am Samstag, 7. September, von 11 bis 24 Uhr die ganze Familie verköstigt und unterhalten. Die gut 40 Mitglieder der Interessengemeinschaft Münchner Straße stellen erneut ein stilechtes, unterhaltsames, musikalisches, lukullisches und familienfreundliches Programm vom Feinsten auf die Beine. Kommen Sie also am Samstag, 7. September, zur Münchner Straße in Dachau. Um 11 Uhr geht's los und erst um 24 Uhr wird dieses tolle Fest, bei dem für jedermann etwas dabei ist, beendet. Wir kommen zum nächsten Tipp. Die darstellende und bildende Kunst hat in Dachau eine lange und lebendige Tradition. Ob Maler, Zeichner, Bildhauer, Keramiker oder Fotografen, zahlreiche Künstler arbeiten auch heute im Dachauer Stadtgebiet. Zum 7. Mal schon findet die lange Nacht der offenen Türen statt. Am Freitag, 13. September, öffnen von 19 bis 24 Uhr 29 Museen, Galerien und Ateliers ihre Türen. Das komplette Programm ist ab sofort unter www.dah-lange-nacht.de im Internet einzusehen. Ja, und zwei Tage später geht's dann richtig rund. Und zwar stehen da ja, wie bekannt, die Bezirkstags- und Landtagswahlen an und eine Woche später dann, am 22.09., die Bundestagswahlen. Wir haben uns für Sie gerne die Mühe gemacht, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, wer denn da wann, für wen und welches Gremium kandidiert und wollen Sie auch animieren, am 15. und 22. September an die Wahlurnen zu gehen. Da wir keine Partei und keinen Kandidaten bevorzugen bzw. benachteiligen wollen, haben wir entschieden, keine detaillierten Informationen über die Kandidaten zu übermitteln, sondern nur die Vor- und Nachnamen zu benennen und natürlich die Parteienzugehörigkeit der Kandidaten weiterzugeben. Damit Sie mit den Namen gleich ein Gesicht verbinden können, werden wir für Sie jeweils zudem ein Foto einklinken. So sind wir neutral und objektiv und keiner wird mit der Stoppuhr überprüfen, ob wir zu einzelnen Kandidaten mehr oder weniger gesagt haben. Ich denke, damit kann jeder leben. Die Parteien haben wir alphabetisch geordnet. Wir starten also mit der CSU. Es kandidieren für den Bezirkstag Rosemarie Böswirth und Josef Mederer. Für den Landtag Bernhard Seidenat und Anton Kreitmeier. Und für den Bundestag Gerda Hasselfeld. Wir kommen zu Bündnis 90 Die Grünen. Bezirkstagskandidat ist Thomas Kress. Für den Landtag kandidieren Achim Liebel und Luise Crispenz. Für den Bundestag stellt sich Beate Walter-Rosenheimer. Wir kommen zur FDP. Für den Bezirkstag kandidieren Alfred Stelzer und Tobias Brändle. Für den Landtag stellen sich Johannes Hohentaner, Christian Stangl, Tobias Thalhammer und Daniel Föst. Die Freien Wähler gehen mit folgender Mannschaft an den Start. Bezirkstagskandidaten sind Josef Baumgartner und Michael Schanderl. Für den Landtag stellen sich Martina
Burkhardt und Gottfried Obermeier sowie für den Bundestag Bernd Heilmeier. Wir kommen zur ÖDP, Ökologisch-Demokratische Partei. Bezirkstagskandidaten sind Lydia Bartmann und Paul Böller. Für den Landtag kandidieren Mechthild Hofner und Adrian Heim. Und Adrian Heim stellt sich ebenfalls für den Bundestag. Die Piratenpartei. Bezirkstagskandidat ist Wolfgang Laske. Landtagskandidat Alexander Wende. Die SPD. Bezirkstagskandidatin ist Martina Tschirge. Für den Landtag kandidiert Martin Güll und Bundestagskandidat ist Michael Schrodi. Die Sparkasse ist uns voraus. Stichwort individuelle Beratung. Aber das können wir auch. Lohmann. Guten Tag. Danke gut. Und Ihnen? Wunderbar. Wie nicht auf Ihre Bedürfnisse eingestellt. Ich kenne Ihre Bedürfnisse doch gar nicht. Ich mache hier doch keine finanziellen Maßanfertigungen. Schön, dann gehen Sie doch zur Sparkasse. Nächster Punkt, Frühlingstombola. Top-Beratung statt 0815. Das Sparkassen-Finanzkonzept. Jetzt Termin vereinbaren und den Finanzcheck machen. Das war die erste Sendung Dachau TV, das Magazin für Stadt und Landkreis. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen Spaß gemacht und Sie fühlen sich gut informiert. Und wenn Sie sich gut informiert fühlen, dann können Sie gerne weitergeben, dass die nächste Sendung ab 30. September unter www.dachau-tv.de wieder zu sehen ist. Und natürlich, wie eingangs schon gesagt, über die 6 wichtigen Internetkanäle wie YouTube, MyVideo, Facebook, Twitter, Google+ und so weiter. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles, alles Gute und auf bald.